Hallöchen Leute und willkommen zu... Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Skunky zockt Black Ops Zombies oder so, weil es ist ja es ist kein Mission-Multiplayer, weil ich es alleine spiele. Ich habe gerade bei Facebook gefragt, welche Map ich spielen soll und die Mehrheit war für Kino der Toten, was mich ein wenig verwundert hat, weil Kino der Toten meiner Meinung nach eine der schlechtesten Maps ist. Also die einzige Map, die eigentlich noch schlechter ist, ist 5. Meiner Meinung nach. Ich finde sogar Nacht der Untoten besser, aber okay. Die meisten wollten Kino der Toten, also nehme ich Kino der Toten. Leider habe ich für Kino der Toten jetzt noch gar keine Taktik. Ich glaube, ich habe es auch bei Kino der Toten noch nie weiter als... Ich glaube, es war Level 18 geschafft. Einfach aus dem Grund, weil ich die Map so gut wie nie spiele. Aber okay. Wenn... die Masse das möchte. Okay, es könnte vielleicht ein bisschen laut sein. Wartet mal. Ja, eventuell ein wenig laut. Bup, so besser. Erstmal, zack, selbstverständlich. Im Singleplayer sowieso immer sofort. Quick Revive holen. Weil man sich dann selber wieder hochhelfen kann. Okay. So, wir warten mal, bis die draußen sind, damit wir vielleicht ein paar Boni abgreifen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mist. Das war einer zu viel. Also nur noch 5, okay. So, die kommen noch nicht raus. Der kommt jetzt raus. Okay. Und 1, 2, 3, 4. What the fuck? Warum ist der so früh gestorben? Schade, keine Goodies. Ich wundere mich gerade ein bisschen, warum es so laut ist. Eigentlich dürfte es nicht so laut sein, aber egal. Ich lasse es jetzt mal immer so. Machen wir hier schnell zu. Und wenn wir es schaffen, gehen wir gleich nach oben und machen da auch noch zu. Ich würde sagen, so mache ich ungefähr bis Runde 4 weiter. Zur Not kann ich immer noch aufbauen und wir werden übrigens oben lang gehen. Da lang. Weil... Oh, hi. Weil ich möchte ganz gerne so schnell wie möglich zur Shotgun. Und außerdem ist im Shotgun-Raum ist gleichzeitig auch die MP40. Die kann man sich dann beide gut abgreifen, dann ist man nicht auf die Dings angewiesen. Auf die Mystery Box. So, wo kommen denn zuerst raus? Hier habe ich glaube ich noch gar nicht aufgebaut. Na gut, war klar. Papp, 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 papp. Hoppala. Oh, das ist jetzt schon doof gelaufen. Planänderung, wir gehen unten lang. Das habe ich ein bisschen doof gelöst. Damit habe ich jetzt so nicht gerechnet, dass sie doch so schnell rauskommen. So. Was haben wir hier noch? Hallo? So. Ja gut, ist auch okay. Gehen wir halt unten rum. Das soll jetzt nicht das Problem sein. Würde ich aber sagen. Wie machen wir das? Ich muss sagen, ich mag die Waffe, die es hier gibt, nicht so sehr, weil die halt ein extrem kleines Magazin hat. Deswegen würde ich sagen, wir holen uns noch mal ein bisschen Geld. So 1000 wäre ganz gut. Und es ist echt laut, da kann man sich echt nicht konzentrieren, weil die Schüsse so laut sind. Ich weiß noch nicht, woran es gerade liegt, aber... Oh Gott. Granate. Dahin. Nee. Nicht so nah. Wir gehen durch. Boop. So, wie viel kostet die Arcana? Ah, die hat auch so ein kleines Magazin, ist mir gerade aufgefallen. Die hat ja im Zombie-Modus ein kleineres Magazin als im Multiplayer. Was extrem lutscht, nur so ganz nebenbei. Geil. Da wurde ich double gehittet. Warum nicht? Ah, das ist jetzt extrem ärgerlich, weil ich jetzt so früh schon mein Ding verloren habe. Gut, was mache ich jetzt? Ja, ich sag ja, die Map lutscht ein bisschen. Ich finde sie jetzt nicht so geil, aber egal. Wir haben jetzt die AK.
Und damit ein bisschen was raus. Am besten so 500. Oh. So. Damit wir uns schnell das Quick Revive wiederholen können. So, das reicht gerade mal. Und das kann man, glaube ich, irgendwie so ein dreimal kaufen im Singleplayer. Dann verschwindet das Ding nämlich, sonst könnte man ja im Endeffekt ewig überleben. So. Was jetzt? Ich bin gerade, um echt zu sein, ein bisschen überfordert. Weil ich ums Verrecken nicht weiß, was ich machen soll. Weil die jetzt echt von überall kommen können. Am liebsten würde ich ja oben lang gehen, aber das ist eigentlich verschwendetes Geld. Deswegen... Okay. So, mal gucken. Ich glaube, das könnte eine ziemlich schnelle Runde werden. Wofür ich jetzt nicht unbedingt dafür bin. Was war denn das für ein Satz? Wofür ich nicht unbedingt dafür bin. So, ein paar Double Points abgegriffen. Alles klar. Ich überlege gerade, wie ich es mache. Ich glaube, ich möchte aber trotzdem hier lang. Das ist, glaube ich, echt besser. So, und jetzt da lang. Ich hoffe mal, es kostet nur 1000. Ja, gut. Dann holen wir uns nämlich jetzt die Stakeout. So, und jetzt sind unsere Überlebenschancen schon ein bisschen höher als vorher. Es ist ja, ich werde wieder doppelt gehittet. Das wäre wieder extrem unschön. So, jetzt können wir eigentlich warten. Ja, okay, warten ist das falsche Wort. Wir sollten trotzdem noch ein bisschen umgucken, weil hier unten können sie nämlich auch noch rauskommen. Und zwar da und da. Da sind sie auch schon draußen. Geil. So. Und das und das. Ich bin gerade überlegen, ob ich mir vielleicht die MP40 kaufen sollte. Weil die... Hoppala. So, ist das der letzte? Ne, da oben ist noch einer. Sind sogar noch mehr, wartet, oder? Da sind noch zwei, alles klar. Bäh. So, das... Könnte der letzte sein. Das heißt, ich lasse den mal eben ganz kurz am Leben, aber auch nur um zu überlegen, was ich jetzt mache. Weil, also allzu viel kaufen kann ich ja jetzt offensichtlich nicht. Deswegen bin ich jetzt eigentlich gerade nur am Überlegen. Wie sieht's aus? Was habe ich vor? Ich weiß es selber nicht genau. Ich habe gerade keinen Plan, wie ich vorgehen soll. Weil ich gehe eigentlich nie hier unten lang, das ist mein Problem. Das ist gerade echt das Problem, das ich habe. Ich könnte jetzt, das kostet, glaube ich, 1200. Ja, 1250. Dann hätte ich noch 750. Dann müsste da auch noch eine Tür aufgehen. Dann wäre ich unten beim... auf der Bühne. Wie viel jetzt es da kostet, weiß ich nicht. Aber es müsste ungefähr das gleiche kosten. So. Alles klar. Schwierig. Also ich würde ganz gerne auf die Bühne. Na, selbstverständlich, ich will den Strom anmachen und Pecke punchen und die ganze Scheiße. Das versteht sich von selbst. Aber ich glaube, ich bleib noch hier, bis die Hunderunde kommt. Die müsste eigentlich bei Runde 6 oder 7 kommen meistens. Hupp. So. Ich will eigentlich nicht hoch. Ich gehe jetzt noch kurz hier hoch. Mach die beiden platt. Und geht sofort wieder runter, weil ich glaube, es ist unten echt besser. Aber ich weiß nicht, die könnten mich unten auch ganz gut einkreisen. Das ist das Problem gerade, was ich habe. Wovor ich mich gerade ein wenig fürchte. Oder ich kaufe mich einfach gleich zur Bühne frei. Das mache ich jetzt, glaube ich, auch. So.
Ja. Oh ja, toll. Jetzt habe ich auch wieder die Atombombe eingesammelt. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. So. Alles klar. Hier haben wir jetzt nur noch 2 Munition. Das ist nicht so gut. Machen wir mal sofort den Strom an oder gleich nach der Runde erst. Oh, das könnte jetzt echt... Das könnte jetzt sehr schwer werden, nur mit der Stakeout die Hunde zu machen. Ja, obwohl noch ist die One-Hit, das ist ganz gut. Wo ist er? Da. Nur das Nachladen könnte ein Problem werden. Ey. Gut. Die ist nachgeladen. Und zack. So, jetzt haben wir beides Munition, das heißt... Zack. Jetzt will ich ganz schnell rennen. Obwohl, nein, 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 das ist mir zu gefährlich. Das mache ich gleich. So, erstmal geht jetzt hier die ganze Decke kaputt. Und jetzt kommen auch diese komischen, sagen wir mal, Gas-Zombies. Das sind diese Kriechenden. Die da irgendwie so ein komisches toxisches Gas ausströmen, wenn man sie abschießt. So, was ich jetzt unbedingt haben will, ist erstmal Juggernaut. Dann fühle ich mich sehr viel sicherer. Also, streng genommen fühle ich mich erst dann sicher. Weil vorher, naja, 2 Hits und down, das ist nicht geil. Vor allem nicht hier, weil ich jetzt schon getrappt werde. Ah, oh Gott. Ich habe mich schon tot gesehen, ganz ehrlich. Was liegt denn da? Nein, shit. Es war so klar. Es war so klar. Okay, ich sammle das Dings ein, das Headshot-Teil. Schieß mich da jetzt durch. Und trinke das schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. So, ich will hier raus. Oh, nee, komm schon. Lass mich da jetzt bloß raus, danke. Gut. Ich habe jetzt schon 2-mal meinen Quick Revive verloren, das ist echt nicht geil. Wir sind nicht mal über 10 Runden. Sind das nur noch die? So. Also mit Juggernaut fühle ich mich jetzt schon mal sehr viel sicherer, aber... Allzu gut ist das jetzt trotzdem nicht, was ich hier abgeliefert habe. Okay. Das erste, was wir jetzt machen, ist die erstmal leben lassen. Er bringt immer den gleichen Spruch, das nervt nach einer Zeit. Und zwar aktivieren wir jetzt erstmal die Plattform. Ist jetzt schon mal wieder meine Munition leer? Wie habe ich das hinbekommen? Und zack. So, der Teleporter schon mal aktiv, das ist sehr gut. Und ich würde sagen, theoretisch könnten wir eigentlich mal gucken, wo eigentlich die Mystery Box ist. Ach komm schon, lass mich da durch. Wo ist er denn? Hä? Ich bin dran vorbeigelaufen? Okay. Ja gut, das erste war jetzt nicht so wichtig. Was ist das? Ah, Munition! Oh, sehr gut. Und zwar machen wir jetzt einfach so, hopp. Das werden wir jetzt eigentlich fast die ganze Zeit machen. Um so einen kleinen, Wave Train zu machen. Das sollte eigentlich auch ganz gut funktionieren, denn ich stelle mich dumm an. Was jetzt aber hoffentlich nicht passiert. So. Einfach ein bisschen sprayen, um so ein paar Punkte abzugreifen. Nachladen. Oh Gott, da kommen Crawler. Das ist nicht gut. War das schon wieder alles? Wo sind denn die? Ach, da kommen sie doch. Gut. Hopp. Ja, zu viel Rauch.
So. Sind das alle hier? So, jetzt bin ich am Überlegen. Hole ich mir, packe Punch ich zuerst oder hole ich mir erst, oh Gott, wie hieß es nochmal? Den Perk zum schnellen Nachladen. Ich habe gerade den Namen nicht im Blick, aber den grünen Perk da, die grüne Suppe. Erstmal wollen wir die Waffe hier leer schießen, weil wir die gleich packe punchen werden. Die Shotgun. Oh, so, die Shotgun macht auch so noch ganz gut Schaden. Die brauchen wir nicht packe punchen, noch nicht. So, und wir verpieseln uns auch sofort. Oh, da habe ich mich gerade ein wenig erschreckt. Und ab geht's. So, ein paar verbrutzeln dabei wahrscheinlich noch. AKU. Brauchst nicht nachladen, komm schon. So. Sag mal das Teil, das ist schon ganz gut. Jetzt werfen wir mal Granaten wie die Bekloppten. Um ein paar von dem Platz zu machen. So. Eigentlich müssen wir jetzt auch gleich wieder zurückgeportet werden. Ja. Jetzt kommen wir, glaube ich, noch in irgendeinen Zufallsraum, ne? Ja, genau, hier. Ist hier irgendwas? Man kann manchmal irgendwas aufnehmen. Ah, seht ihr? Jetzt habe ich so eine komische Filmrolle aufgenommen. Die bringt eigentlich nicht viel. Man kann sie dann beim zweiten Mal teleportieren, in den Filmkasten legen. Dann läuft die ganze Zeit ein Film, aber ansonsten ist die zu nichts gut, eigentlich. So. Alle ab. Nee. Das haben wir übrigens als nächstes, damit ich drei Waffen tragen kann. Oder schnell nachladen, je nachdem, wofür ich mich zufällig entscheide. Das müsste der letzte sein, oder? Habe ich jetzt noch irgendwas zu tun? Oh oh. Hier sind, glaube ich, doch noch mehr. Oder? Ich habe gerade Angst. Okay, das war nicht der letzte. Aber wo ist der letzte? Hallo? Ah, warte, bis... Ah, Mann, der kühlt gerade ab. Okay. Wo ist er denn? Ah, da unten. Hallo. Na du? Immer noch nicht. Ah, da, noch einer. Ja, na, also. So, das war's. Ich guck nebenbei mal ganz kurz, ob der Sound richtig ist. Wir sehen uns gleich wieder. Tja, da wollte ich gerade nachgucken, ob mein Sound auch richtig ist. Und was passiert? Meine Xbox macht eine Notabschaltung aufgrund von Überhitzung. Ja, das heißt, leider ist der Zombie-Lauf jetzt vorbei, notgedrungen. Es ist nicht meine Schuld. Okay, indirekt schon, aber meine Xbox ist jetzt leider ausgegangen, weil das Netzteil überhitzt ist. Ich werde mir mal einen anderen Ort suchen, wo ich das Netzteil hinstellen könnte, und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Tut mir jetzt leid, dass ich es nicht zu Ende bringen konnte, aber wenn ihr wollt, werde ich es auf jeden Fall wiederholen, wenn ihr Interesse daran habt, und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei dem nächsten Video. Haut rein!